Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute habe ich wieder was richtig Schönes von LOL für euch. Ich habe es ja schon in dem Vorschauvideo gezeigt. Heute ist es endlich soweit. Es gibt die neuen OMGs. Die neuen Dolls der OMG Movie Magic Serie. Wir haben hier Gamma Babe. Das Besondere bei denen hier ist übrigens, also bei denen ist es jetzt, glaube ich, hoffentlich wirklich so. Nicht so wie bei diesem Zweierpack, was ich vorher ausgepackt hatte mit Pink Chick und Tough Dude. Da stand nämlich auch außen drauf zwei Outfits. Und dann hatte er ja nur ein einziges Hemd zum Wechseln. Da dachte ich so, hä? Also ich glaube, bei der hier ist das wirklich anders, beziehungsweise bei der ganzen Serie ist es anders. Wenn man nämlich da hinten so drauf guckt, dann sieht man schon, dass es eigentlich zwei komplett unterschiedliche Personen sind, weil das sind ja alles Schauspieler und die schlüpfen natürlich in unterschiedliche Rollen und deswegen haben sie auch unterschiedliche Outfits. Entweder sind das vielleicht unterschiedliche Filme zum Beispiel, in denen sie mitspielen, oder aber ein Privatoutfit und ein Filmoutfit, wobei jetzt, wo ich gerade so hinten drauf geguckt habe, ich glaube nicht, dass eines der Outfits ein Privatoutfit ist. Das hier ist Spirit Queen, die sieht nämlich so aus. Ganz ehrlich, Leute, was ist denn hier bitte ein Privatoutfit? Gar keins. Miss Direct, die sieht wirklich aus wie eine Superheldin. Da würde ich nämlich sagen, das ist zum Beispiel das Superhelden-Outfit. Und das ist dann, ja, das sieht eigentlich auch ziemlich abgefahren aus. Vielleicht sieht sie dann so normalerweise aus. Nee, ich glaube nicht. Und bei Starlet sieht man, finde ich, am größten Unterschiede. Alleine schon durch die unterschiedlichen Farben. Hier so bunt und ich finde, sie sieht einfach komplett anders aus. Ich denke mal, deswegen mache ich die wahrscheinlich am Schluss. Weil da ist, glaube ich, der größte Unterschied zu sehen. Da ich die so toll finde, ich weiß gar nicht, mit wem ich anfangen soll. Es ist so schwierig. Ich nehme einfach mal Gamma Babe. Auch wenn die mich jetzt so ein bisschen an Kitty Kay erinnert. Und ihr wisst ja, Kitty Kay ist eine meiner Lieblinge. Kann sich immer noch alles komplett anders entwickeln, was ich dann letzten Endes am schönsten finde. Okay, bevor es losgeht, gibt es nochmal wieder in der Ecke ein Hashtag-Werbung, weil wir wieder über eine Marke sprechen. Ich bin nicht bezahlt worden für das Video. Ich bin selber Sammler. Ich freue mich mega auf die Puppen. Und irgendwie muss ich auch wieder Platz schaffen in meinem Schrank. Wird sehr schwierig. Ich habe noch eine Sonderedition, die ich noch aus dem Regal hinter mir rausnehmen könnte und halt einfach wieder oben drauf stelle aufs Regal. Und dann habe ich hoffentlich Platz für die vier. Es muss irgendwie gehen. Ich muss anbauen. Ich weiß. Okay, ich schalte dann einfach schon mal runter und dann legen wir mal los. Also ich weiß nicht, ob ich hier euch außen noch irgendwas Besonderes zeigen kann. Hier müssen wir gleich aufmachen. Das hier haben wir ja schon ein bisschen gesehen. Ich glaube, da müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Das gucken wir uns lieber direkt an. Und dann haben wir hier eine 1 stehen. Also 1 heißt hier aufreißen. Nein, ich habe es direkt kaputt gerissen. Das gibt's auch gar nicht. Na super. Ach so, und den Kleber hier, den muss man natürlich auch noch abmachen. So, ich hoffe, das war's. Ah ja, dann kann man das hier so hoch machen. Oh, 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 oh. Was? Okay. Es kommen Dinge hervor, die ich nicht erwartet habe. Alter Schwede, was? Ich bin ja voll begeistert. Oh, das kennen wir schon. Hier kann man wieder diesen einen Ausschnitt wahrscheinlich reinstecken. Ah, wie kriegen wir denn den da durch? Aber das ist die 5. Da sind wir noch gar nicht. Wir sind eigentlich bei der 2. Wo sind die 2? 2, wo bin ich? Die 3 habe ich gefunden. Da ist eine Anleitung drin. Hier, Moment. 2 war das Hochklappen. Ah ja. Na gut, dann ist das ja quasi erledigt. Da muss ich jetzt die 3 hier in den Rand, in diese Lasche reinstecken. Oh, ich glaube, das ist aber irgendwie ein bisschen, passt nicht ganz so. Hier ist gerade was gerissen. Hilfe! Oh nein, ich muss hier nach hinten klappen. Oh nein, deswegen ist das gerissen. Oh Gott, es tut mir leid. Den Fehler dürfte ich nicht machen. So, hier gehört das rein. Hier muss man so nach hinten klappen und dann so einhaken irgendwie. Jetzt habe ich das natürlich hier so ein bisschen blöd gerissen, ne? Ha, jetzt habe ich es. Reinklicken und dann so ein bisschen nach vorne schieben. Leute, das hier, das muss ab. Muss ja gar nicht hier bleiben. Hä? So, ich habe mich schon gewundert, dass man das da hinten nämlich nicht sieht. Das zeige ich euch nämlich mal hier. Guck mal, da haben wir auch noch so einen Hintergrund. Das ist der 2. Und hier ist dann nämlich die 4 abgebildet. Und hier muss man dann nämlich wahrscheinlich die Puppe rausholen. Aber vorher will ich euch nochmal richtig das hier zeigen. Hier sitzen wir nämlich im Kino. Take me to your leader, but first give me a makeover. Ah ja. Was ist das für ein komischer Film? Hä? Ich glaube, das kann man sogar so richtig hochklappen. Das muss man so ein bisschen gegenbiegen. So. Und was machen wir jetzt hier? Hier steht 4. Da muss man das hier öffnen, glaube ich. Das muss man vorsichtig machen. Nicht kaputt reißen. Gamma Babe. Sieht wieder alles so ein bisschen nach Videokassette aus, ne? Vielleicht kann ich auch dieses eine Rückteil sogar abmachen, was ich jetzt gerade hier noch so ein bisschen rumfliegen habe. Ich hole hier mal meinen kleinen Schlitzer. Der hilft mir, glaube ich, ganz gut. Ah, jetzt habe ich es. Oh, so eine kleine Schatztruhe irgendwie. Das da? Wahrscheinlich nach vorne biegen. So irgendwie. Und dann kann ich das hier rausziehen. What? Oh, okay. Es gibt immer wieder was krasses Neues. Das ist ja so heftig. Oh, ich zeig mal, was hier so rauskam. Das sind die Filmausschnitte. Eine richtige kleine Truhe. Hm? Ist auch wieder was mit dieser Brille. Moment. Ah, da ist eine Brille. Cool, cool, cool. So, die nehmen wir natürlich erstmal raus. Muss ich besonders darauf achten. Ich habe beim letzten Mal einen Ohrring noch wiedergefunden. Aber leider die Kette nicht von dem Tough Guy. Sehr ärgerlich. Keine Ahnung, ob ich die verloren habe oder ob sie nicht drin war. Aber hier können wir erstmal wieder schauen. Da steht Hashtag Hair Goals. Oh, und da steht Space Queen. Da war auch noch was geschrieben. Was haben wir denn da? Glamstronaut und Lil Tints. Die spielen auch mit. Ah. Wenn man jetzt hier reinguckt, dann sieht man die beiden. Das ist ja Gamma Babe, ne? Jetzt ist das hier so eine kleine Schachtel. Da war unser Standfuß drin. Boah, ist schon wieder so ein großer. Nein.
Oder ist der normal groß? Der sieht wieder so ein bisschen größer aus als die normalen Standfüße. Ich habe keinen Platz in meinem Regal. Ich brauche kleinere. Das hier können wir gleich uns angucken. Vorne im Kino. Ah, und noch eine Bürste. Die hier brauchen wir auch noch. Ja, in einem schönen Lila. Und das ist natürlich auch Silber. Ich nehme mal den ersten Filmausschnitt. Da sehen wir ja noch nichts. Den schiebe ich hier so rein. So, dazwischen. Dazwischen ist nämlich noch der weiße Karton, damit man überhaupt was sehen kann. Hier sehen wir, dass die Kleine auf dem Mond gelandet ist offensichtlich. Ah ja, der erste Mensch auf dem Mond. Beziehungsweise die erste LOL auf dem Mond. So, Moment. Ja, hier müssen wir mal gucken. Wie sieht das so aus? Wunderschön. Wunderschöne Brille. Was sehe ich denn jetzt hier? Oh, ja, das ist auf jeden Fall ein schöner 3D-Effekt, was man auch hier so auf der Leinwand sehen kann. Das ist ganz cool. Und dann tausche ich den jetzt einmal durch. Was haben wir hier? Tanzt irgendeiner auf dem Kopf von einer anderen herum. Oh, genau, das hatte ich auch gelesen. Huch, was machen meine Haare? Hoppala. Ich hatte gelesen, dass ihr euch die Mini, wie heißen die Dinger nochmal? Also von der LOLs auf jeden Fall so eine Mini-Dinger wünscht. Das sind wohl Tiere, hattet ihr geschrieben. Ich hoffe, ich habe das so richtig interpretiert. Währenddessen hole ich jetzt das hier schon mal raus. Und ich muss gestehen, dass ich von diesen Mini-Dinger noch gar nichts gehört hatte. Wieder Babykalt. Das sieht voll ähnlich aus wie die andere von Tough Dude. Hier steht mit der blauen Seite Special FX und Leading BB. Genre Science Fiction. Schon so voll abgeranzt. Das mach ich nicht. Das mach ich doch so. Ah ja, das hatten wir schon angeguckt, ne? Glamstronaut und so. Ja, ja, das haben wir gesehen. Und auf der Rückseite. Ah, da ist nicht nur blau. Two-Day Rental. Oh Gott, und Heat or Cold will damage tape. Ah ja, also das ist wirklich wie so eine riesige Kassette. Okay, jetzt kommt sie. Die erste. Nein, falsch rum. Die sieht schon wieder so außerirdisch aus. Ich habe das Gefühl, es gibt richtig viele außerirdische Sachen immer bei LOL. Warum? Bekommen wir bald Besuch? Natürlich mal wieder eine Zeitschrift dabei von Gamma Babe. Take me to your leader, but first give me a makeover. Hier sieht man die unterschiedlichen Outfits, ne? Auf der einen Seite so, auf der anderen so. Und es ist natürlich alles wieder im LOLville Reporter. Wir haben ja inzwischen schon einige Magazine, ne? Also wenn wir jetzt mal so einen Schrank oder so ein Bücherregal hätten, das wäre auch sehr cool. Wir holen erstmal alles heraus und gucken uns den Raum an. Sie ist halt Backstage in ihrer Kabine und ist sich da wohl am Schminken und Umstylen. Warum ist sie denn hier so grün? Leuchtet die im Dunkeln grün? Hä, wie kommt das? Oder ist das vielleicht ihr Make-up, dass sie da eine Außerirdische spielt? Ach so, oder das hier ist vielleicht ihre Maske. Ah, das kann natürlich auch sein. Hier sind ein paar Cremes. Dann hat sie hier natürlich ihre ganzen Sachen. Ach, das ist auch hier in grün getunkt. Das heißt, die schminkt sich wahrscheinlich jedes Mal grün oder wird halt grün geschminkt. Meistens machen die das ja nicht selber. Noch so eine fetten, langen Wimpern. Oh, das ist eigentlich so ein ganz angenehmer Stuhl. Ich denke mal, den kann man wahrscheinlich nach hinten lehnen und dann gehen da vorne so die Füße hoch. Oh, und das ist nochmal eine andere Perücke. Vielleicht spielt sie auch unterschiedliche Rollen. Das sieht schon fast eher so elfenmäßig aus, ne? Bei denen haben wir sogar wieder zwei kleine Schachteln. Was? Um Gottes Willen, wie viele Kleidersäcke sind das? Hilfe, wie lange geht das Video? Das wird ja ewig dauern. Ich glaube, ich muss noch meinen Ring ausziehen. Jetzt geht's viel schneller. Ach, so. Ich gucke, glaube ich, erstmal hier in die Säckchen rein. Sieht ja auch schon wieder so ein bisschen abgespaced aus. Beep. Wir werden definitiv richtig viel Outfit bekommen. Also richtig viel zum Umziehen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Säcke und so viele Zusätze gehabt. Eieieiei. Ah ja, das kann sich hier so oben drüber ziehen. Das ist so eine Jacke. So eine durchsichtige. Zweilagig. Das sieht auch sehr interessant aus. Das ist definitiv so ein richtiges Filmoutfit. Das hier ist das zweite Säckchen. Das sind, glaube ich, alles Filmplakate. Bibi Geddon. Queen Diaries. Haha. I know what you did last winter. Ah, das sind alle so witzige Anspielungen. Ich glaube, das ist das Unterteil. Ja, das sieht doch sehr ähnlich aus. Das hier ist der Rock. Auch wieder mit diesem Plastik, Überwurf, sage ich jetzt mal. Aber hier unten sieht es auch sehr schön aus. So ein bisschen wie Wasser. Fließendes Wasser. Cool. Und dann noch ein ganz dunkler Sack. Auch das hier wieder so im Raumschiff-Style. Sehen wir einen Astronaut, der durchs Weltall fliegt in so einer Kuppel, beziehungsweise in so einer Glaskugel. Uiuiui, was ist das denn für ein krasses Ding? Funktioniert der? Was? Wir haben einen funktionierenden Reißverschluss. Hä? Oh mein Gott, das haben wir noch nie gehabt. Was, wie krass ist denn das? Was ist das denn bitte für ein heftiges Outfit? Sieht aus wie so eine Drachenlady hier mit diesen spitzen Plastikstacheln. Ich glaube, man kann die hier sogar öffnen. Kriege ich die denn danach auch wieder zu? Es ist einfach ein funktionierender Mini-Reißverschluss. Wow. Was ist so krass? Und so eine kurze Hose. Ja, die kann man nicht öffnen. Kann man hier einfach nur drüber ziehen. Kleine silberne Hotpants. Okay. Das kann ich auch schon mal abmachen. Und den kann man mit Klett öffnen. Okay. Dann haben wir hier auch noch Accessoires. Jetzt darf ich nichts verlieren. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich da irgendwas übersehen habe, weil ich zu unaufmerksam war. So, das sind, gute Frage, was ist das? Stulpen, ne? Ich würde sagen, das sind Stulpen für die Beine. Passt ja sehr gut hier zu diesem Outfit, zu dieser Jacke. Aber ich glaube, wir werden sicherlich auch noch eine Brille kriegen. Das könnte nämlich echt eine Brille sein. Oh, das ist noch mehr. What? Oh, krass. Oh, guck mal. Da sind mir schon fast wieder hier die Ohren abhanden gekommen. Ich habe zuerst gedacht, das hier ist ein Föhn. Wahrscheinlich ist das aber eher eine Waffe. Oder, was machst du da? Ach so.
Ori legt sich einfach aufs Plastik. Und dieses krasse Teil, was sie sich dann wahrscheinlich so über die Schulter legt, da ist wohl vorne, denke ich mal. Ja, das ist hinten. Ach so, das sind zwei. Ich wollte gerade schon sagen, da fehlt doch eins. Das ist bestimmt für die Arme, so eine Armschiene. Na, ist das wirklich... Oh Gott, das ist ja noch mehr. Eine so eine fette Sonnenbrille. Die sieht so ähnlich aus wie die, die wir da haben. Diese 3D-Brille und noch eine. Ach so, das ist vielleicht für das andere Outfit. Gott, da muss ich jetzt gleich nochmal richtig gucken. Da kann man auch noch was lesen. Da steht irgendwas extra hier. Das ist bestimmt so eine Brille, die ihr irgendwelche Informationen gibt von innen. Das ist bestimmt so ein Computer. Okay, mehr ist hier nicht drin. Aber wir haben ja noch was. Wahrscheinlich Schuhe. Wir haben nämlich noch keine Schuhe gehabt. Oh, hier steht auch noch was drin. Space Boots. Okay, große Überraschung. Wir haben Space Boots. Wow. Aber wir haben ja noch nicht mal sie angeguckt. Boah, ihr Gesicht. Wie krass das alleine schon aussieht. Was sind denn das hier für... Hä? Das sind ja keine Wimpern, sondern das ist einfach so... keine Ahnung, was ist das, Leute? Sieht interessant aus. Auch lilane Augenbrauen. Die Haare sind mal wieder nicht nur einfarbig, sondern das sind verschiedene Farben. Einmal so ein ganz helles Lila und ein Grau-Silber. Oh, und da ist noch eine Farbe. Hier hinten haben wir noch ein bisschen hellblau. Das sind so eine Kordeln, die um das Haar... das sind gar keine Kordeln, das sind ihre Haare. Hier, schaut mal, die sind hier eingeflochten und wir haben mal wieder ihre Haare als Haargummis, die hier einfach so rumgedreht wurden. Also die Haare sehen so krass aus, ne? Das sind halt wieder so fette Locken. Man sieht einfach diese Farbverläufe, die so krass aussehen. Naja, hier geht es ja natürlich noch weiter, weil hier unten ist es auch noch Silber. Sie hat silbernen Lippenstift und dann auch noch ein, naja, man könnte fast sagen, vielleicht so eine kleine Galaxie oder so ein Sternzeichen. Sehr interessantes Gesicht auf jeden Fall. Alleine dieses Outfit sieht schon sehr schön aus. Da oben ist es so ein bisschen durchsichtig. Mit so silbernen Schimmerpunkten. Da dann ein silbernes Top. Und die Arme, die sehen so voll aus. Und die Hände sehen auch voll so aus, als wäre sie ein Roboter. Oder als würde sie halt so richtig lange Handschuhe oder sowas tragen. Oder so einen kompletten Anzug, bis auf bauchfrei. Das ist natürlich ein bisschen eigenartig. Dann hier so eine Hose. Da geht es dann wieder weiter mit dem Durchsichtigen. Und hier dann so mega lange Socken. Könnte sie nicht dazu einfach auch schon die Boots tragen? Das ist links. Ich versuche das mal ganz kurz. Ich meine, so vom Prinzip her würde das ja auch schon passen. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, ne? So dieser Ganzkörperanzug. Könnte ich mir auch vorstellen, die so ins Regal zu stellen. Naja, aber mal gucken, ob es da noch besser wird, wahrscheinlich. Also, wenn ich das richtig verstehe, gehört das zu diesem Outfit, was sie jetzt gerade trägt. Also stülpe ich das einfach erstmal rüber. Ja, wir haben nämlich gemerkt, sie ist noch nicht komplett fertig angezogen. Das gehört, glaube ich, unten drüber. Ist aber natürlich auch anders miteinander kombinierbar, denke ich mal. Ist halt auch die Frage, ob das da noch drunter gehört, diese Strumpfhose, oder ob ich das ausziehe. Könnte man auch ausziehen, aber ich finde, so sieht es eigentlich auch sehr schön aus. Ich meine, sonst, wenn man es auszieht, hat man sogar noch ein Outfit mehr, ne? Jetzt muss ich die ja doch nochmal anziehen. So, das wäre jetzt Outfit Nummer 1. Abgefahren, aber sehr, sehr schön. Bin wieder hin und weg. Was ist das für eine Brille, die dazu gehört? Die da? Es ist wohl die Brille, die offiziell zu diesem Outfit dazu gehört. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt zukriege. Ich zeige euch das einfach mal so. Das würde sie tragen. Finde ich, wisst ihr ja wahrscheinlich, absolut nicht so mega toll, weil man sieht halt nichts mehr von ihrem Gesicht. Sie ist halt einfach nur noch komplett verhüllt. Ich finde es einfach doof, wenn das Gesicht verhüllt ist. Ich mag das nicht. Deshalb kommt das jetzt für mich nicht so wirklich in Frage. Was allerdings wahrscheinlich auch noch dazu gehört, ist wohl das. Und dazu muss ich die Hände dann doch erstmal abnehmen. Dann vielleicht so rum. Und hier auf der Seite auch einmal so rum. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Oh no, ich glaube, oh, ich habe ja auch noch dieses Silberteil, aber ich weiß nicht, ob das zu diesem oder zu dem anderen Outfit gehört. Das hier meine ich. Ich glaube, das gehört zu diesem Outfit auch noch dazu. Oh no, wie soll ich denn das jetzt machen? Nein, jetzt habe ich das hier angezogen, jetzt kriege ich das nicht mehr aus. Nein, Leute, wie doof. Könnt ihr ja auch nochmal, Moment, ich probiere da nochmal was anderes. Okay, also, vielleicht hätte ich das mal zuerst angucken sollen. Erstmal so, genau. Das würde natürlich auch gehen, ne? Ohne diese Jacke, aber mit Jacke sieht es bestimmt nochmal besser aus. Oh, jetzt ist es aber sehr, sehr eng. Diese Handstülpen wieder drüber. Ich habe das Gefühl, dass die Hände ganz gut an- und abgehen. Die Seite hier jedenfalls. So, jetzt nochmal richtig. Das ist jetzt wirklich das richtige Outfit. So gehört sie. Das wird richtig schwer, sich zu entscheiden, welches Outfit man schöner findet. Stopp, stopp, die Ohrringe. Angeblich gehören die nämlich zu diesem Outfit und nicht zu dem anderen. Aber man könnte natürlich mal versuchen, wie es aussieht, wenn man sie bei dem anderen drin lässt, ne? Richtig toll. Okay, wir merken uns dieses Outfit und probieren das andere. Leute, das ist so viel. Das ist so heftig viel. Ist das jetzt bei allen so viel? Gesundheit. Ah, ich sehe schon. Wir müssen bei dem nächsten Outfit einfach das Unterteil nur ausziehen. Und das hier, das können wir nämlich anlassen. Es wird nur das hier ausgezogen. Weil sonst kriegen wir die Stulpen wahrscheinlich nicht über die Beine. Wie kriege ich denn das aus? Oh nein, ich habe hier gerade was kaputt gemacht. Nein, das ist so eng. Ich kriege die Hose gar nicht aus. Wie soll denn das gehen? Tja, Leute, ich habe da ein kleines Problem. Ich kriege diese Hose nicht aus. Irgendwie ist sie, als ob sie da so eingesaugt ist in dieses Teil hier. Hier unten ist es schon kaputt gegangen beim Rumrupfen, weil ich es einfach nicht ausbekomme.
zusammen. Hier oben ist es so viel zusammen. Hat sich das so zusammengezogen? Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe, aber ich kriege sie nicht aus. Ich kriege die Hose einfach nicht aus. Ich glaube, die ist hier irgendwie zu eng, dass man die nicht runterziehen kann. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Die hier werde ich nie im Leben so drüber kriegen. Ich kann es also nur so anhalten oder das irgendwie jetzt gerade anders kombinieren. Ärgert mich gerade mega, weil ich wie so eine Wilde hier rumgezogen habe. Und jetzt habe ich auch noch kaputt gemacht. So, dann versuchen wir es wenigstens jetzt hiermit. Och Mann, das ist voll doof. Warum geht das nicht? Das andere Outfit fand ich ja sowieso sehr cool. Aber es ist natürlich doof, dass ich das jetzt hier so voll zerrupft habe. Naja, man sieht es halt nicht so, wenn ich jetzt dann die Schuhe da drüber ziehe, die Stiefel. Aber trotzdem, ich meine, das ist trotzdem irgendwie voll ärgerlich. Ich würde so gerne wissen, wie das aussieht. Manu, kriege ich das hier nicht einfach drüber? Ja, das kann ich einfach drüber ziehen. Okay, kriege ich das vielleicht doch auch einfach drüber. Also auf dem Bild hat sie das zwar aus, aber meine gut, wenn es klappt. Jetzt kriege ich es einmal an, dann kriege ich es wahrscheinlich nie wieder aus. Nein. Nein, es geht nicht. Es ist zu eng. Es ist zu eng. Ich krieg's nicht an. Okay. Es geht nicht. Egal, immerhin kriegen wir das hier an. Schon mal besser als nix. Das muss da drunter und eigentlich muss es danach wieder über die Stiefel. Ist das vielleicht sogar falsch rum? So rum? Ich glaube, es muss so rum, weil das hier nämlich über die Stiefel ja rüber gehört. Okay, dann ziehe ich das mal ein bisschen höher. Die Stiefel richtig an und dann das über die Stiefel wieder zurück. Okay, das kriege ich hin. Da muss ich den hier auch nochmal umdrehen. Dass man wieder ordentlich hochschiebt, damit ich den Stiefel da hochbekomme. Das wird aber ein Kind nicht alleine hinkriegen. Das kann ich ja schon mal sagen. Ne? Da muss man als Mama dann die ganze Zeit helfen. Das ist nämlich richtiger Fummelkram. Okay, das weiter runter. So, zweites Outfit. Naja, nicht so wirklich. Also eigentlich das hier und dafür das andere aus. Das wäre eigentlich das zweite Outfit. Ohne die Ohrringe. Dafür aber mit dieser Brille. Uppla. Was? Hallo? Hallo! Ich hasse die Brille. Ja, also so, aber nein. Die hat so coole Augen. Ich ziehe doch nicht irgendwas vor die Augen. Also ich lasse es auf jeden Fall so, wenn sie bei mir ins Regal kommt, werde ich ihr das andere Outfit wieder anziehen. Also das heißt, ich werde das ausziehen und ziehe ihr dann einfach das hier wieder drüber. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, das hier kann sie sogar in die Hand nehmen. Ne? Hier, piu, piu. So, bin auch ein bisschen sad, dass das nicht richtig funktioniert hat. Leute, ich nehme jetzt schon so unglaublich lange auf. Also eigentlich ist das viel zu viel für ein einziges Video. Werde ich natürlich einiges rausschneiden, ja? Das ist ja klar. Ich mache einfach schon mal ganz schnell weiter. Ja, weil ich natürlich hier sehr viele Fails auch gerade dazwischen hatte. Ich werde bestimmt bei diesem Video 3 oder 4 Stunden aufnehmen. Ich muss dann auch mein anderes Video fertig schneiden. Ja, ich krieg wohl die Krise. Und das muss halt morgen fertig werden. Und es ist schon 8. Um Gottes Willen. Das war irgendwie ein bisschen anders geplant. Ich habe nicht gedacht, dass das so lange dauert. Aber das denke ich ja nie, ne? Also es ist immer eine Riesenüberraschung, dass es jedes Mal wieder so lange dauert. Okay, wie war das nochmal? So. Und nein, ich habe da ein bisschen zu viel abgeschnitten. Nein, ich habe da Tesa weggeschnitten. Tesa, was da eigentlich dranbleiben muss. Oh nein! Leute, merkt euch, es gibt da einen Tesa-Streifen, der sollte dranbleiben. Den sollte man nicht wegschneiden. Jetzt kommt nämlich die ganze Verpackung da hinten hoch. Okay, jetzt geht's wieder, jetzt wo ich es hier so eingehakt habe. Gut zu wissen. Ja, sei Dank. Das hier oben ziehen wir wieder raus. Das hier oben, das reißen wir noch komplett weg. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Oh. Keks, Mikro, Entschuldigung. Und das ist bei ihr die Szene. I want you in my spirit squad. Videokassette steht da unten wieder drauf und wir sind mal wieder im Kino. Das ist halt immer wieder so eine Kinoszene. Wow, auf der anderen Seite. Das ist ein richtig cooles Set. Sieht so voll mystisch aus, aber sie ist ja auch die Spirit Queen. Nö, weil sie ist ja so voll spirituell. Hier wieder ganz vorsichtig. Da cutte ich mal wieder vor. Das hat ein bisschen Einfachheit. Oh, da habe ich ein bisschen daneben geschnitten gerade. Ah, sehr schön. Oh, hier haben wir eine rote Kiste oder einen Koffer. Ich ziehe, aber es hängt. Wo hängt es denn? Oh, da ist es ja. Zur Seite hier, du Kasten. Mal gucken, was wir da so haben. Ja, auch sehr mystisch. Oh, das sieht aus wie eine Spinne. Hä, hey, was ist das denn? Kann die Geister hören? Moment. Ich brauche die Brille. Ich nehme mal kurz diese Brille hier. Da steht nämlich was. Da steht Miau. Und da? Wihihihihi. Die ist gruselig. Ich glaube, die kann Geister sehen. Das ist halt so eine spirituelle und die sieht halt einfach Geister. Sie hat so einen Spitzhut. Ein Hexenhut. Vielleicht ist sie auch eine richtige Hexe. Naja, sie spielt eine Hexe. Hier gibt es wieder 2 Filmszenen. Und da drunter haben wir natürlich auch wieder das da. Manchmal gibt es ja auch drei. Ich frage mich, warum wir gerade jetzt hier bei den vielen Outfits nur 2 bekommen. Ja, wie, vielleicht brauchen wir auch nur 2 unterschiedliche Größen. Hier gibt es eine silberne. Ich finde, die hätte auch ganz gut gepasst zu der anderen. Und noch das Unterteil in schwarz. So, das ist sicherlich wieder eine andere Brille. Aber erstmal wollen wir nochmal hier reingucken. Ja, hier sieht sie wirklich aus wie eine Hexe. Und da oben sieht sie voll aus wie der Teufel. Irgendwie so voll böse. Na? Oh, das ist eine andere. So, also ein bisschen hörnermäßig vielleicht.
vielleicht. Die ist auch ein bisschen kleiner. Ich finde die ein bisschen besser als die andere. Habe ich irgendwas zu gucken? Oh, alter Schwede, was? Wenn ich mir dieses Papier angucke, das sieht richtig krass aus mit der Brille. Also das kann man ja leider sowieso nicht auf dem Video wiedergeben, ne? Aber überall, wenn man jetzt hier so mit der Brille reinguckt, sieht man hier, dass das so 3D-mäßig aussieht oder dass es halt alles so komisch glänzt. Schon ganz witzig. Das ist, was man hier so auf der Verpackung sieht. Oh, was steht da? Lil... Ah, Countess! Und Lil Witchy Baby. Countess, die habe ich ja auch. Das ist die mit diesem Blutstropfen an der Lippe. Witchy Baby ist die mit diesem flachen Hut und diesen silbernen Haaren. Ich glaube, die hat auch noch eine schwarze Haarsträhne. Und so eine Ringelstrumpfhose. Die mag ich auch. Die steht auch bei mir im Regal. Ich zeige euch nochmal eben die Szenen. Das ist ziemlich doof, weil die Szene ist doch ein Kopf. Das ist, glaube ich, ein Versehen. Oder doch nicht? Was würdet ihr sagen? Ist das ein Versehen? Ich glaube doch nicht, dass es ein Versehen ist, weil das Foto hier ist eigentlich richtig rum. Und die hängt ja vielleicht wie so eine Fledermaus von der Decke. Und die denkt ja auch so, Spinnennetz. Keine Ahnung. Das ist dann Szene Nummer 2. Ach, das ist Witchy Baby. Witchy Baby. Wer ist das? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall irgendwie so eine Cheerleaderin. Weiß leider nicht, was sie da machen. Ist das Popcorn oder hat sie noch jemand übergeben? Keine Ahnung, was das ist. Ich zieh dann mal. Oh, eine pinke. Was haben wir denn hier versteckt? Sounddesigner und Scream Queen. Das bin, glaube ich, die Scream Queen. Edition Spooky, also das ist unser Genre. Und auf der Rückseite steht, this Videocassette will melt if left in the car or in the sun. Also die schmilzt, wenn man die Videokassette im Auto oder in der Sonne liegen lässt. 2 Tage zu vermieten. Das ist sogar eine Leihkassette, also ein Leihvideo. Ist das jetzt richtig rum oder falsch? Ah, richtig rum. Boah, krass. Diese Handschuhe, sind das überhaupt Handschuhe? Was ist das? Puschel. Erstmal das hier. Recording quiet, please. Oh, liest die vielleicht irgendwelche Ach nee, die schreit. Ach so, die spricht so, also sie spricht nicht Schreie ein, sondern sie schreit Schreie ein. Das hier ist ihr Skript. Da sitzt sie dann auf ihrem komischen Sessel und liest dann irgendwelche komischen Sachen vor und dann schreit sie manchmal ins Mikro. Das ist wie ASMR für Leute, die nicht schlafen wollen, sondern die sich gerne voll schreien lassen wollen. Ja, sieht schon ein bisschen gruselig aus. Hier ist noch so eine Sanduhr und ein Tee. Hier unten ist dann die Box, da kommt der Sound raus. Und hier, was? Coffee? Hier gibt's Kaffee und Cold Brew, also kalten und heißen Kaffee. Sieht eigentlich auch ganz gemütlich aus, ne? Über sie gibt es natürlich auch einen Artikel im Magazin. Hier. Oh, Double Feature. Das ist ein Double Feature. Spirit Queen. I want you in my spirit squad. Was hier, wenn man darauf geht? Ich weiß nicht. Da ist ja noch was drin. Hä, war das da eben auch? Da kann man auch wieder unterschiedliche Sachen drin lesen. Ah ja. Also, versuche ich erstmal das hier zu befreien. Diese ganzen Boxen. Die sind jetzt aber nicht so groß. Guck mal, das ist eine richtig kleine Hutschachtel hier. Das ist keine Hutschachtel. Das hier ist eine Hutschachtel. Aber diese Schuhschachtel heißt wahrscheinlich, dass die Schuhe vielleicht nicht ganz so hoch sind. Also nicht so stiefelhochmäßig. Aber dafür sind die Kleidersäcke umso länger. Das ist halt einfach ein richtig, richtig langer Kleidersack. Da sind so viele Kassetten drauf. Mit unterschiedlichen Genres hier. Adventure, Drama, Action, Rom-Com. Was ist denn Rom-Com? Comedy, Mystery, Horror. Ja, was Rom-Com ist, keine Ahnung. Ah, Science Fiction haben wir hier unten auch noch. Musical. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier für einen langen Umhang haben. Oh, ich glaube, es ist gar kein Umhang. Huch, dachte jetzt irgendwie, alles, was so lang ist. Nee, ist das ein Rock? Oh, nein, der ist so dunkel. Das erkennt man nicht. Erkennt man das? Da sind so ganz viele Spinnenweben drauf. Hier an der Seite so ein bisschen abgesetzt. Das sieht schon fast sportlich aus. Ja, mal sehen, wie das aussieht, wenn man es anzieht. Der ist ja super. Der sieht ja richtig toll aus. Das sind die ganzen Mondphasen. So vom Vollmond, wie dann der Mond hier so abnimmt, wird dann irgendwie immer kleiner und hier wieder größer. Ja, das ist schön. Schöner Kleidersack. Ob das hier auch was damit zu tun hat? Nee, es sind wieder Spinnenweben, glaube ich. Ja, Spinnennetze. Das macht ja auch Sinn, wenn das da unten drunter ist. Okay. So, das ist die Jacke. Sehr hübsch hinten mit Glitzer. Die ist ja durchsichtig. Habe ich gar nicht gesehen zuerst. Ja, ich kriege leider meinen Finger nicht da durch, sonst würde ich euch das richtig zeigen können. Mein Finger ist zu fett. Oh, und das ist natürlich wahrscheinlich von ihren Aufnahmen. Das sind vielleicht ihre Schreie. Die sieht man ja dann so als Wave, also als Welle im Bearbeitungsprogramm. Und das könnten halt wirklich ihre Schreie sein. Oder ihr Flüstern oder irgendwas, was sie eingesprochen hat. Sehr interessanter Rock. Wir haben einen Streifenrock. Das hier ist der Unterrock. Von innen sieht das auch wieder aus wie Spinnenweben. Naja, bin ja mal gespannt, ob man das überhaupt sieht. Kann man den wieder öffnen mit Klett komplett. Okay, sehr gut. Mit Klett komplett. Das Oberteil auch. Wie zieht man denn das an? Oh Gott, das muss ja... Hä, wie geht denn das? Das muss ja irgendwie über den Kopf rüber. Das geht doch nie im Leben. Ach nee, da müssen wahrscheinlich einfach nur die Arme durch. Okay, dann mache ich erstmal die Schuhe auf. Die heißen Spiderweb Wedges. Auch wieder mit Spinnennetzen. Da rät ja schon der Name. Oh Gott, ich mag keine Spinnen. Irgendwie habe ich das nicht jetzt vermutet, dass das jetzt so eine Spinnenlady ist. Boah, die Schuhe immer wieder komplett ohne Absatz. Da musst du wieder nur auf Zehenspitzen laufen. Aber die sehen echt schon
Kopf aus mit diesem Pink und dem Schwarz. Und das letzte ist dann das hier. Die ganzen Accessoires. Ich denke mal, da wird es dir einiges geben. Ohrringe, sehr gut. Ja, die kenne ich. Das sind so die typischen Kreolen-Ohrringe. Eine Brille. Hoffentlich nur eine. Oh, sehr schön. Die sieht aus wie die Brille, die wir auch haben. Und jetzt verstehe ich auch, das sieht aus wie ein Spinnennetz hier, so das Äußere. Ich glaube, das ist so eine Spinnennetzbrille. Und deswegen ist unsere auch so eine Spinnennetzbrille. Guck, das hier. Könnte man auch so als Spinnennetz sehen. Hier, ne? Hier ist auch nochmal so ein Wut. Und was ist denn da noch? Oh. Es gibt wieder so eine komischen Plastik. So eine harten Dinger irgendwie, die man da so rüberstülpen muss. Ah, okay, ich verstehe. Das hier ist von hinten. Hier ist das so geschnürt. Das ist wie so ein Mieder. Und das ist vorne. Das heißt, das kann man dann da irgendwie so einhaken. Wow, das ist ja auch cool. Das ist oben über die Schulter mit diesem richtig coolen Glitzerherz. Das sieht ja mega aus. Also das ist ja sehr interessant, weil wir haben hier irgendwie ein Mikro. Und das kann sie so in die Hand nehmen. Hä? Kann sie das hier auch? Ja, das kann man drehen. Okay. Dann könnte sie hier so in das Mikro rein kreischen oder sprechen oder flüstern. Aber wir haben leider nichts, wo wir das so reinstellen können. Habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Und eigentlich müsste das ja jetzt auch schon das erste Outfit sein. Weil was ich da jetzt gesehen habe, ist, dass das hier eigentlich nicht zu dem zweiten oder dritten Outfit dazu gehört. Ich stelle das mal eben für euch zusammen. Also das eine Outfit gehört so mit dem und der Jacke. Und das andere Outfit ist dann halt einfach mit dem Rock und mit diesen Sachen hier. Aber es fehlt eigentlich da irgendwas Schwarzes oben. Und ich habe ja nichts Schwarzes. Jetzt bin ich leicht verwirrt. Aber egal, bevor wir loslegen, wollen wir natürlich erst nochmal richtig die Doll anschauen. Die ist auch schon wieder braunäugig. Die andere war auch so. Dann hat sie so einen richtig schönen bärenfarbigen Lippenstift. Das ist natürlich wieder sehr, sehr auffällig. Die Spinnennetze hier oben. Auch in einer sehr schönen Farbe. Das passt halt auch wieder total gut zu ihren Haaren. Die sind so komplett weiß. Boah, die sind richtig, richtig hart. Weiß, das ist eine sehr schicke Farbe. Dieses Rot ist voll schön. Und auch hier so mit diesen Strähnchen. Passt halt mega gut zu den Augen. Und der Pony war mal total krass abgerundet. Das sieht wirklich aus wie so Halbmond. Und die Klamotten, die sie jetzt trägt, die sind halt extrem schlicht. Einfach so. Weißer Stoff mit so Glitzerstreifen. Auch wieder in Weiß-Silber dazwischen. Und das hier ist, glaube ich, so ein bisschen das, was sie so ausmacht, ne? Dieses Spittelzeug hier, diese Fransen. Oh, was trägt sie denn da? Ach, sie hat auch so eine komischen Silberhandschuhe. Ihh, das sieht aus, als hätte sie Knochenfinger. Hier auch? Nee, hier nicht. Das ist eine normale Hand mit silbernem Nagellack. Okay. Und da unten dann noch so gestreifte Socken. Auch leicht durchsichtig. Ich kann ja mal eben testen. Die müsste man ja jetzt eigentlich auch schon anziehen können, ne? Komm schon, komm da rein, du Schuh. Boah, es ist schwierig. Ich hoffe, ich kann das andere einfach direkt hier so drüber ziehen. Weil ich meine, so im Prinzip wäre das ja auch schon ein Outfit, ne? Aber ich weiß wirklich nicht. Also sie hat doch drei Outfits. Dann zieht man doch das hier eigentlich auch schon wieder aus. Oh, da hängt ja noch ein Bein drin. Ups. Oder lässt man das einfach drunter unter diesem Rock? Aber der ist dann nicht sichtbar. Also ich glaube eigentlich, dass das so gehört. So, also das könnte man hier auch anziehen. Weil ich glaube, das gefällt mir besser. Deswegen lasse ich den am Schluss an. Dann mache ich nämlich jetzt erstmal den hier. Der ist, glaube ich, ein bisschen feiner. Und ich bin mehr so der Freund gerade von etwas, was spritzigerem. Ich glaube, ich werde sogar die Socken drunter anlassen können. Hoffentlich. Weil das Problem bei diesem Rock ist, dass sie sich nicht mehr ganz so viel bewegen kann. Also untenrum. Da können jetzt die Beine nicht mehr so viel machen. Ne? Ihr seht schon das Problem. Ne? Der Rock ist halt sehr eng. Und das hier kann man dann auch komplett ausziehen. Krieg ich das drüber? Kriegst du drüber? Naja, ist halt die Frage, ob ich das jetzt auch noch durchkriege. Hm. Ach komm. Oh. Ach so. Das hier kann ich dann fürs nächste Outfit gleich anlassen. Aber bei diesem Outfit wird das wohl auch drunter gezogen. Das müsste dann hier oben drüber gehören. Oh. Und der Teil hier in die Mitte. Ich hoffe, dass das hier richtig rum ist. Nee, warte mal. So rum, glaube ich. Ja, so müsste das jetzt stimmen. Es fehlt aber natürlich noch das hier. Ist jetzt die Frage, ob ich das... Na, ich glaube, es ist wieder einfacher, wenn ich die Hände einmal abnehme. Also das Outfit ist ja so viel einfacher als das von der Doll eben. Oh, sagte sie, drückte drauf und es sprang auseinander. Eigentlich müsste das sogar noch weiter oben, wenn man das hier so wie auf dem Foto macht. So, ne? Und deine komische Knochenhand hier. Uah, kommt das dann auch noch ganz oben? Ich glaube, ich hatte sogar falsch rum. So ist, glaube ich, richtiger. Das wäre dann Outfit Nummer 1 und da gehört auch noch die Brille dazu. Gott, oh Gott. Das sieht so richtig unheimlich aus, finde ich. Ich sehe jetzt bei keinem Outfit die Ohrringe. Tja, ich mache die jetzt einfach mal jetzt schon rein. Dann können wir das immer so ein bisschen mit Ohrringen angucken. Ich glaube, hier wahrscheinlich eher nicht mit Ohrringen, weil das kommt sich hier so ein bisschen ins Gehege. Vielleicht drehe ich die Ohrringe einfach ein bisschen nach hinten. So, dann stören die da nicht. Nee, zu diesem Outfit auf jeden Fall ohne Ohrringe. Outfit Nummer 1. Und jetzt kommt das zweite. Das hier ist jetzt ziemlich easy, hier hinten zu machen. Boah, hier ist auch noch voll viel Platz. Ich habe echt so das Gefühl, als würde der andere Rock noch da drunter passen. Aber eigentlich macht das gar keinen Sinn. Hier kommt dann noch die Jacke drüber. Ah nein, da muss ich ja das doch wieder ausziehen. Das und die Hände. Jetzt muss ich hier nicht nur die Stumpen rauskriegen, sondern auch noch das wieder drüber stülpen und dann den Eingang finden. Hilfe, überall Fäden. Da ist er, der Arm Nummer 2. Bloß nicht loslassen. Gut festhalten, gut festhalten. So, da ist nicht so viel Stoff. Alles steht unter Spannung. Ja, so, so. Sieht halt so ein bisschen so aus, als würden die Fäden hier aus ihrer Hand kommen, oder so.
Prinz Spider-Man. Woman oder so. Ja, hier passen auf jeden Fall die Ohrringe besser. Und das Hütchen. Haha. Finde, der sitzt zwar nicht so mega krass, aber es sieht schon, wenn man sich das so anguckt, schon eigentlich ganz lustig aus. Aber es geht natürlich auch ohne. So sieht es dann ein bisschen moderner aus, finde ich. Ja, das gefällt mir viel besser, das Outfit. Alter Schwede, ey, das war jetzt erst Puppe Nummer 2. Nummer 3 ist Miss Direct. Wir sind schon Profi, wir wissen schon, wo wir jetzt hier ziehen, schneiden, drehen müssen. Irgendwie muss hier noch ein Kleber durchgeschnitten werden. Okay, eigentlich kann man das jetzt hier nämlich schon abreißen. Das Sorry, habe ich bei den anderen Malen immer forget gemacht. Ach, da steht 2. Deswegen habe ich das nicht gesehen. Ach, oh. Hier aufklappen, runterfalten, die hier wieder nach hinten klappen und hier einhaken. Einmal noch so ein bisschen hier rüberfalten, glaube ich, das ist besser. Reinschieben und nach vorne einhaken. So, jetzt haben wir beide Seiten. Dann wieder zurückbiegen. Und das ist unsere nächste Szene. Two Faces means twice the fabulous. Ach, ist sie sowas wie Two Face oder was? Das ist auf jeden Fall ihr Kinofilm. Alles so ein bisschen in Gelb gehalten. Auch hier wieder super VHS, High Quality Video. Hier ist auch wieder so ein Set, entweder zum Fotografieren. Ja, ich würde sagen zum Fotografieren. Oder es ist so eine Wand, wenn man irgendwo ankommt, wo man dann so sich davor stellt und dann Fotos gemacht werden und Reporter da stehen und dich dann interviewen und so. Da steht auch wieder was. Ha, meine Brille ist noch da. Black Tie und Super Kitty. Aha. Erinnert die uns dann vielleicht an Kitty Kay? Wahrscheinlich eher nicht. Boah, so eine richtig pinke Schachtel. Ja, ich bin so ein paar Mal hier verschnibbelt gerade. Ah. Hä, beim letzten Mal konnte ich doch hier so meine Finger so reinstecken. Da waren noch so zwei. Okay, jetzt muss ich das irgendwie anders rausziehen. Das war falsch rum drin. Normalerweise kann man da so seine Finger reinstecken. Kann ich mal einen verstehen, bestimmt. Welche Szenen gibt es denn hier? Ich sehe schon was durch. Knalle pink. Erste Szene. Ich frage mich immer noch, was das für Szenen sind. Sind das wirklich Szenen aus dem Film, den wir da gucken? Boah, so ganz dunkelblau. Das ist bestimmt, oh, diese Superheldin. Die, ach, natürlich, das ist ja auch eine Superheldin. Aber das ist die eine, die ich in klein auch schon hatte bei diesem Movieset. Also bei diesem ganz großen, was ich ausgepackt hatte. Bei den Studios. Das hier brauchen wir natürlich auch. Da gab es ja so eine kleine, die halt aussah wie eine Superheldin. Und die hatte ich auch bei der Color Reveal Serie. Und das war da bei dem letzten Mal. Da habe ich die auch irgendwie gesehen. Im letzten Video. War die da auch auf irgendeiner Szene vielleicht drauf? Ah, Mann, ich weiß es nicht mehr. Das hier ist extra eingepackt. Ein Hut. Eine Melone. Passt die wohl auf den Kopf? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wenn das passt, ist natürlich sehr cool. Die ist so voll, boah, voll fett, ey. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was für eine Brille wir hier bekommen. Bei dieser Two-Face-Melonen-Lady. Ach, natürlich. Ah, so eine Blitze. Passt ja, klar. Ich habe ja das hier schon gesehen. Sieht ja fast genauso aus. Und? Ich glaube, die da eben war noch besser. Oder ist die besser? Sieht irgendwie auch witzig aus. Das ist dann innen drin. Ja, kennen wir ja auch schon so, ne? Von der Rückseite. Und oh, sie hat eine Telefonzelle. Cool. Da steht was. Da steht was. Ich nehme mal das. Goodbye. Das ist bestimmt Hello. Ja, Hello und das andere war Goodbye. Da, MC Swag was hier. Das ist wieder so ein bisschen hier Keith Haring Comic-Style. Das brauche ich jetzt gleich noch. Das zeige ich euch. Nämlich hier drin. Da muss ich wieder unsere Szene reinschieben. Fummel-Fummel-Kram. Der wird ja da im Auto angehalten. Ach, das ist die MC Swag, die sich größer macht, glaube ich. Aber das Auto kenne ich nicht, das ist neu. Sieht halt voll aus wie Zurück in die Zukunft. Die andere hat so mega lange blaue Haare. Wer ist das? Genau die hier meinte ich. Das ist die, die ich so super gerne mag. Diese Pop-Art, oh, wo ich leider den Namen schon wieder nicht weiß. Die hat da hinten auch so dunkelblaue Haare und ihr Make-up ist da unten drunter so blau verlaufen. Und die hat nämlich so ein super Helden-Outfit normalerweise an. Ja, das ist das eine Outfit und das andere ist halt auch, sieht auch so super heldenmäßig aus. Ich ziehe. Es ist richtig krass. Knalle neongelb. Schön. Diese Kassetten, die sehen so toll aus. Ne? Die kann man sich auch richtig schön ins Regal stellen, wenn man die alle hat. Ich lese nochmal. Wir haben Superstar oder Writer und Director. Jetzt sind wir im Genre Action. Was macht die hier? Oh, 3 Tage Vermietung. Achso, die schmilzt auch in der Sonne oder im Auto. Sieht einfach so cool aus. Er sieht aus wie eine richtige Kassette. Merke, man muss, glaube ich, in die Richtung aufmachen. Nachdem man das Tesa aufgeschnitten hat. Nämlich jetzt. Schnell noch ein bisschen weiter rausholen. So, hallo. Ja, die dürfen wir natürlich noch nicht angucken. Wir holen alles erstmal raus. Ach so, ist sie vielleicht sogar der Director? Weil sie Writer und Director. Ja, sie schreibt ja hier. Sie schreibt mit Schreibmaschine. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher nicht. Hat hier noch einen fetten Kaffee stehen. Das ist so ihr Notizblock. Und da kreiert sie quasi die Charaktere. Und wer mit wem zusammenhängt und wer dann wo was. Ne? Hier steht auch noch wer. Huh. Und wer was macht. Und dann von A nach B und mit dem Flugzeug. Und vielleicht macht sie... Nein, die macht ja gerade einen Actionfilm. Also ich wollte sagen, vielleicht ist das ja auch so krimi-mäßig, dass da irgendwie ein Mord passiert ist oder so. Aber nein, es ist ja Action.
Movie Night. Das sieht aus wie drei Engel für Charlie. Sunset Blood, okay. Hier hat sie ein paar Masken, weil sie ist ja nicht nur eine Superheldin offensichtlich, sondern sie hat unterschiedliche Masken. Und sie hat schon richtig viele Sachen gewonnen. Hier, guck. Das ist ihre Director-Flüstertüte. Da sitzt sie dann so am Set auf ihrem Director-Stuhl, auf dem da, und dann sagt sie, Action! Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier mit der Klappe. Da hat sie ja noch mehr Masken. Naja gut, das sind halt so kleine Masken, ne? Und dann noch ein Cape natürlich. Und sie hat schon sehr, sehr viel Mist geschrieben. Den hat sie nämlich weggeschmissen danach. Keine Ahnung, was sie da alles noch gegessen hatte. Vielleicht Chips. Und der LOLville-Reporter hat natürlich auch sie wieder interviewt. Two Faces. Wir sehen auch wieder hier beide unterschiedlichen Outfits. Miss Direct. Hier ist sie noch verkleidet und da ist sie Superheldin. Jetzt habe ich ja gelernt, man kann hier aufmachen. Da steht auch wieder irgendwas Geheimes. Hier. Okay. Das interessiert mich nicht so. Das sieht von vorne wieder anders aus als das, was wir eben hatten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das erste aussah. Sah das auch so aus? War auf jeden Fall nicht so auffällig. So, bevor ich euch jetzt alles hier zeige, was ich gerade freigeschnitten habe, wollte ich doch nochmal ein paar Kommentare vorlesen, weil gerade wieder welche da sind. Das muss ich doch ausnutzen. Nämlich, ich grüße einmal die Fenja und die Anna, die gefragt hat, wann ich die neue Serie von den OMGs mache. Jetzt gerade. Liebe Grüße. Die Eileen fragt, ob ich mal einen Livestream machen kann. Im Moment habe ich es auf jeden Fall nicht angedacht. Wenn, dann höchstens vielleicht auf Instagram. Oha, die Pia hat eine Frage gestellt. Nämlich, würdest du gerne in einem Haus leben, wo du aber ohne deine Katzen leben musst? Kannst du mich grüßen? Heiße Pia. Grüße an dich. Ich beantworte es gleich, wenn ich auspacke. Und dich würde ich auch gerne grüßen. Ich weiß nicht, wie du heißt. Official Schuhn. Liebe Grüße. Du weißt hoffentlich, dass du gemeint bist. Und Anna-Maria würde sich freuen, wenn ich mal wieder die neuen Claudies öffnen würde. Habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich befürchte fast, dass ich die nicht bekomme, weil ich habe nämlich keinen Kontakt zu Mattel leider. Dann noch liebe Grüße an Emilia. Sie hat auch noch gesagt, an alle, die Geburtstag hatten, herzlichen Glückwunsch. Ja, das mache ich jetzt auch mal. Ganz liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder, die vielleicht heute oder jetzt auch gerade Geburtstag hatten. Weil das Video ist ja jetzt wahrscheinlich schon ein paar Tage alt, jetzt wo ich aufnehme. Braucht ja mal ein bisschen, bis ich es geschnitten habe. Und auch noch liebe Grüße an Lina und Nele, die sich auch die neuen Rainbow High Puppen wünschen. Oh Gott, ich muss unbedingt nachfragen. Ah, hier wollte ich auch noch mal was zu sagen. Annalena sagt, sie findet es nicht gut, dass ich bei meinem Kanal, den sich hauptsächlich Kinder angucken, ja, was ich immer noch zweifelhaft finde, weil bei mir gucken ja meistens Familien zu, dass ich da über Squid Game rede. Aber erstens, okay, sage ich gleich was zu. Also, erstmal muss ich dazu sagen, zu Squid Game. Ich kenne es selber überhaupt nicht. Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kenne nur diese ganzen Spiele, die es dazu gibt. Ich weiß gar nicht genau, ob es das in Roblox auch gibt. Wahrscheinlich sogar ja. Und das sind ja eigentlich Kinder, die das spielen. Also, ich glaube tatsächlich nicht, dass Kinder überhaupt wissen, wo das herkommt. Muss man ja auch nicht, weil es halt einfach auch nichts offensichtlich für Kinder. I don't know. Ich weiß es selber nicht. Und deswegen finde ich das jetzt tatsächlich nicht so schlimm, weil die Kinder kennen es ja sowieso. Also, daher kenne ich das ja. Ich kenne das ja von den Kindern und nicht von irgendwem anders. Ja, das ist das Schlimme an der Social-Media-Welt, muss ich ja leider sagen, dass es da nichts bringt, wenn man Dinge verschweigt, sondern muss eigentlich dann offen darüber reden und muss dann halt eben sagen, so ja, okay, das ist eben nichts für Kinder, weil das nicht gut ist für die Kinderseele, weil im Endeffekt gucken sie es so oder so. Da kann man eigentlich, also es sei denn, man hat halt wirklich noch die Kontrolle, dass man mit den Kindern alles zusammen macht und zusammen guckt. Aber ich glaube, es wird halt irgendwann echt schwierig. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das für den Kopf? Ich glaube, das hier ist wahrscheinlich für den Kopf und das hier sieht so aus, als sei es fürs Bein, ne? So ein Gürtel irgendwie. Und die andere Frage war ja, ob ich in ein Haus ziehen würde und dafür aber ohne meine Katzen leben sollte. Nee, das würde ich auf keinen Fall machen. Also so wichtig ist mir das denn nicht. Ich habe ja hier eine sehr, sehr schöne Wohnung. Die ist ja auch nicht gerade so klein. Und auf meine Katzen würde ich auf keinen Fall verzichten. Nein, niemals. Das ist, glaube ich, eine Schleife für den Hals, oder? Ist das eine Kette? Irgendwie sowas? Oder eine Fliege? Das hier haben wir vorhin schon mal gehabt. Diese Stulpen für die Arme. Ja, dann habe ich hier wieder so eine super schöne Brille, die ich nicht so gerne mag von der Form her. Und da... Ah! Das ist, denke ich mal, wieder für die Beine. Also wieder so lange Stulpen. Allerdings in zwei unterschiedlichen Farben. Ich muss gleich nochmal gucken, wenn wir das hier fertig ausgepackt haben. Oh, das hängt noch alles zusammen. Huch! Da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, wie die Outfits zusammengestellt werden. Das ist ja dann doch immer gar nicht so einfach. Wir haben ja glücklicherweise auf der einen Seite, also auf der Rückseite von der Verpackung immer, können wir ja nachgucken, wie die aussehen sollen. Was? Ist das ein Rock? Was ist das? Oder ist das ein... Ach so, das ist ein Cape. Da kommt der Hals, glaube ich, durch. Und dann ist das hier so ein Cape. Oh, Gold innen. Und hier sogar eine Goldkrempe unten. Aha, aha. Dann ist das hier für die Schultern. Okay. Ja, das kann schon mal weg. Hier ganz viele Blitze drauf. Das ist wieder was sehr, sehr Langes. Oh, ich glaube, das ist ein ganzer Anzug. Das ist wirklich ein Ganzkörperanzug. Das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig anzuziehen. Ich habe immer diese Probleme, dass ich diese Ganzkörperanzüge nicht richtig ankriege und dann auch nicht mehr aus. Ich hoffe, der ist gut geschnitten, dass das hier reibungslos vonstatten geht. Hier ist es übrigens ein bisschen durchsichtig hier oben. Oh, vielleicht hat sie auch so Powerfähigkeiten, dass sie so mit irgendwelchen Energiebällen schießen kann. So sieht das nicht gerade aus. Oder sie kann durch die Zeit reisen. Das
könnte man das auch deuten. Das ist sehr interessant. Das sieht nämlich aus wie sehr, sehr viele Zeitungsartikel. Und sie hat sich aus diesen Zeitungsartikeln ein Kleid genäht. Allerdings aus Plastik. Ah ja. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Gehört das denn zusammen oder sind das verschiedene Outfits? Das Letzte, was dann noch fehlt, das sind die Schuhe. Ja, die sehen sehr schlicht eigentlich aus. Combat Boots. So eine hellbraun. Oder ist das vielleicht sogar Gold? Doch nicht so hoch. Ich dachte, die seien noch höher. Nee, ist gar nicht Gold. Ist wirklich einfach nur so ein nicht so schönes Beige-Gelb. Die finde ich tatsächlich ein bisschen langweilig. Aber vielleicht brauchen wir das so zum Outfit. Hallihallo, Hallöchen. Sie winkt schon. Das sieht echt sehr, sehr nice aus, was sie da trägt. Gott, also das ist so viel. Hier sind die Haare ganz kurz geraspelt. Dann noch hier mit so Blitzen. Na, sie ist ja eine Superheldin, deswegen brauchen wir natürlich Blitze. Unterschiedliche Farben in den Haaren. Einmal so ein richtig schönes Pink. Boah, die sind richtig weich. Das mag ich voll, dass sie dieses Mal nicht so bombenhart zugesprayt sind. Was das für eine Farbe ist, kann ich tatsächlich kaum sagen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz dunkles Lila. So ein Lila-Schwarz. Da haben wir dann noch eine weiße Strähne. Hier irgendwo, genau. Die ist dann noch dazwischen. Und oben haben wir noch eine blaue Strähne, die auch hier so über die Haare rüberfällt auf die andere Seite. Diesmal hat sie blaue Augen, zweifarbigen Lippenstift. Der Lidschatten sieht halt auch sehr krass aus. Hier auch noch so ein bisschen Gold und außenrum dann nochmal Pink. Schon sehr auffällig. Und die Nägel auf der einen Seite, dunkles Pink und hier schwarz. Schön, das mag ich. Allerdings ist es dieses Mal wirklich nur so eine Unterwäsche. Oh, unten hat sie gar nichts an. Die Haare sind sehr lang. Seht ihr, die gehen fast bis zum Boden. Denke, dass ich das hier wahrscheinlich anlassen kann, aber das da oben muss ich bestimmt ausziehen. Ich werde mich jetzt erstmal an den Anzug hier machen. Dann gucken wir mal, wie sie als Superheldin so aussehen wird. Oh, es geht besser als erwartet. Nein, nein, ich sag das lieber nicht. Geht nämlich schon los. Ich kriege hier den Fuß nicht durch. Oh, Gott sei Dank. Sie verliert hier schon überall Haare, habe ich gerade gesehen. Komme ich da schon durch? Ja. Yay, ich muss die Hände nicht abmachen. Yay. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Das ist ja jetzt erstmal so der Grundanzug. Aber das war's natürlich noch nicht. Sieht vielleicht ein bisschen doof aus mit der Unterhose hier drunter. Jetzt hat sie hier so voll den Buckel. Genau. Hier müsste auf jeden Fall dieser Gürtel angezogen werden. Den kann man hier öffnen. Einmal um die Taille legen. Und dann nehmen wir vielleicht das engere Loch sogar. Oder auch einfach das andere. Das geht nämlich einfacher. Ist dann leider aber ein bisschen wabbeliger. Ach so, das muss ich ja gar nicht zumachen. Das kann ich einfach hier nur so rumführen. Dann sieht das so aus, als hätte sie hier... Moment. Weiter nach vorne. So. Ja, so ungefähr. Ach Mann, immer zu früh gefreut. Das fehlt doch noch. Ich habe das Gefühl, dass sie die Hände hier irgendwie gängiger gemacht haben, dass man die besser und schneller an- und ausziehen kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Die Schuhe gehören ja zu beiden Outfits, ne? Das heißt, erstmal werden die hier angezogen. Das Cape kann man ja hier so von hinten einfach um den Hals legen. So, das ist schon mal cool. Das funktioniert echt gut. Das ist wohl für den Kopf, das hier so einfach runterzudrücken. Ja, passt das nicht? Was mache ich hier falsch? Es geht nicht auf und es geht nicht runter. Geht nicht? Okay. Moment, aha, jetzt habe ich das hier aufgebrochen. Das ist natürlich die Frage, ob das so gedacht ist. Muss ja eigentlich, sonst kriege ich das hier nicht drum. Ja, doch, ich glaube, das war richtig. Boah, das sieht voll schön aus. Richtig, richtig schön. Ah, jetzt ist es wieder abgefallen. Aber es ist abgefallen, weil ich es halt nach hinten so halte. Normalerweise würde das gehen. Und die Brille, die gehört eigentlich ja so. Aber dadurch, dass sie jetzt hier als Superheldin zugange ist, kann man nämlich das hier wohl so draufsetzen. So, und jetzt hat sie eine richtige Superheldenbrille. Ich finde auch, bei einem Superhelden, da ist es okay, wenn man so eine Brille trägt. Versuchen wir das nochmal wieder hinzukriegen. Habe ich jetzt alles? Ich glaube ja. Alter Schwede, ey, was für ein Outfit. Aber das ist cool. Also, ja, ich muss sagen, das Outfit finde ich cool. Bin gespannt, wie das andere jetzt gleich aussieht. Das fand ich so auf Anhieb noch ein bisschen interessanter. Aber das ist natürlich super auffällig. Also, das sieht halt richtig aus wie ein Superheld. Einmal merken und dann anderes Outfit anziehen. No, jetzt muss ich das hier wieder ausziehen. Ich hoffe, das geht leichter als an. Ja, das geht ja super. Oh nein, jetzt ist es verkehrt rumgedreht. Womit fange ich an? Vielleicht mit dem Rock. Sollte man vorher auch noch öffnen. Gott, was für ein Material. Teil 1 haben wir schon mal. Das hier, finde ich, sieht einfach so toll aus. Hoffentlich wirkt das auch angezogen so. Das ist ja schon mal das normale Outfit. Eigentlich kann ich ja jetzt auch schon wieder die Hände reintun. Da kommt ja jetzt sonst nichts mehr. Und das hier, auf dem Bild hat sie das hier auf der gleichen Seite, also wie der Rock. Ah, da hinten ist offen. Okay, das heißt, das gehört nach hinten so. Da müssen wir dann nämlich gleich wieder den Schuh runterschieben. Das ist der linke. Uff, okay, so ungefähr. Vielleicht kann man den auch noch ein bisschen weiter runter. Ziehen. Da habe ich gerade 5 Minuten gedauert. Jetzt wird er ein bisschen schneller. Ich zeige euch die Problematik, ja. Das muss hier drunter und gleichzeitig darf es das nicht aufessen von vorne. Also wenn ich das jetzt hochschiebe, dann ist die Ritze sozusagen, also dann frisst er die Hose von unten rum auf. Ich kann es nicht erklären. Oh Mann, Leute. Ich glaube, so ist es besser, wenn man es so weit runterzieht, dass man die Schuhe eigentlich fast gar nicht mehr sieht. So, ne? Ja, ich glaube, so gehört das. Das, was ich noch sehr süß finde, ist diese kleine Schleife. Einfach rüberstülpen, nicht den Kopf abziehen. Nein, damit haben wir schlecht
schlechte Erfahrung. Und was ich gesehen habe, dass auch sie ja das hier noch bekommt. Oh, da hat sie ja voll die vielen Sachen hier um den Hals. Oh, geht aber. Okay, auch da trägt sie jetzt also ein Cape. Aber auch noch eine Melone. Oh, der hält richtig gut. Bin voll überrascht. Der Hut, der hält. Der Hut, der hält. Also das finde ich so, so viel besser. Das finde ich richtig, richtig schön. Auch mit dem Hut, wo ich halt eigentlich dachte so, ha, naja, weiß ich jetzt nicht. Aber der sieht so gut aus. Ein richtig geniales Outfit. Oh, jetzt kommen wir zur letzten, zur Starlet, wo ich so richtig krass gespannt drauf bin. Die hat für mich persönlich die heftigste Verwandlung mit ihren unterschiedlichen Outfits. Jetzt kommen wir zur allerletzten Kulisse. Oh, ich habe noch nichts gesehen. Jetzt kommt's. Oh, okay, ein bisschen regenbogenmäßig. Da steht auch noch was von Black and White. So, da seht ihr es. Madame Direkteur, I'm ready for my close-up. Oh, das sieht richtig so aus, als würde man da voll was sehen können mit der 3D-Brille. Moment, ich zucke mal kurz meine 3D-Brille. Aha, oh. Also man sieht auf jeden Fall irgendwie beide Outfits. Ich sehe da vier Arme. Seht ihr das auch? Oh. Ah, sehr, sehr cool gemacht hier immer mit dem 3D-Effekt überall. Und auf der Rückseite sehen wir dann das hier. Black and White, aber trotzdem außen die Scheinwerfer in ganz vielen unterschiedlichen Farben. Und da, was haben wir da? Hier steht Pop-Hart. Ah, Pop-Hart. Wer war denn nochmal Pop-Hart? Und Kansas K9? Kansas K9? Muss ich die kennen oder muss ich das kennen? Ich dachte, Pop-Hart war vielleicht die, die wir vorhin schon mal da gesehen hatten. Diese Superheldin von eben. Oder war das, na, ich weiß nicht. War das die Kleine? Das kam mir irgendwie so bekannt voran mit Pop-Hart. Oh, das ist grau. Grau-blau. Gar nicht so viel Farbe. Diesmal ist es wieder richtig rum. Das heißt, hier kann ich mir ziehen ganz normal. Ei, es hat sich verkantet. Hilfe! Ah, unsere neue Kiste. Aha, okay. Hier auch wieder grau-blau oder lila irgendwie sowas. Act 1. LOL will. Ist das schon wieder gruselig? Nee, ne? L Picture and Surprise. Sieht so ein bisschen gruselig aus. In the beginning, the end. Also da, ne? Oh. Da steht The End. Das kann man besser sehen. In the beginning. Das ist eigentlich eher so eine riesige Pinnwand, glaube ich. Die hat einen weißen Standfuß. Oh, das ist ja süß. Ah, da sehe ich schon was. Das ist ja von den Möbelsets gerade was. Das Sweets and Spicy. Nee, oh, ich weiß nicht mehr. Ich verwechsel immer die Namen. Ah, weißer Standfuß, schwarze Bürste. Also ist bei ihr das Thema so unter anderem Black and White und Regenbogen. Würde auch zu den Outfits passen. Hier auf der Seite ist es rot und auf der anderen ist es schwarz-weiß. Das finde ich sehr, sehr gut. Eine tolle Idee, dass man den so unterschiedlich tragen kann. Hier sind... Oh, sie hat hier sogar drei. Wieso hat sie denn jetzt drei? Hä? Aha, okay. Das haben wir aber sonst nicht gehabt. Hier so eine Tüte. Da steht wieder Art Director und Movie Star. LOL Surprise Pictures. OMG Movie Magic. Sehr, sehr cool. Allein schon die Tüten sind echt nice. Ah, eine Handtasche. Kann man sogar was reintun. Und auf der anderen Seite eine Kameraklappe. Hm? Macht man immer, bevor es dann losgeht. Oh, Kamera, Action und... So wie Ben das früher mal gemacht hat in seinen Videos. Eine neue Brille. Eine neue Brille ist wie ein neues Leben. Das war was anderes. Ja, so eine nicht ganz so übertriebene. Die erste, die war ein bisschen übertriebener. Das ist jetzt nicht so meine Lieblingsform. Ich glaube, ich fand die zweite am besten oder die davor jetzt eben. Also die dritte war auch nicht so schlecht. Hier drin, das sieht so aus. Oh, ich weiß nicht, welches Outfit ich irgendwie schöner finde von der Verpackung her. Weiß ich gar nicht, womit ich anfangen soll. Ihr wisst, es geht wieder weiter mit den Filmausschnitten. Ist das so eine Blumenwiese irgendwie? Das sieht doch aus wie Thriller, die linke. Die rechte weiß ich gerade nicht so genau. Ich glaube, die habe ich aber auch. Das sieht so aus, als würden sie in so einem Ostereiernest sitzen. Und bei ihr habe ich immer den Namen vergessen. Ist das nicht Sweets oder die Sweetie, Sweet Girl, Sugar? Irgendwas Süßes hier. Oder das mit dem, naja, sie hat halt ja diesen Heiligenschein. Dann kommen wir jetzt zur letzten Kassette. Nämlich zu einer roten. Also die Farben alleine waren auch schon sehr schön. Wir hatten Pink, Türkis, Gelb und Rot. Hier müsste ich es ja eigentlich schon wissen, weil das haben wir vorhin auch schon gehabt. Art Director und Movie Star. Fantasy Adventure. Ah, hier kommen auch wieder drei Tage. Aber bei der einen war es nur zwei Tage. Und das ist der gleiche Aufkleber wie bei der ersten. Oha, Special. Oh, Starlet, dann holen wir dich mal raus, ne? Ta, 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 ta. Okay, keiner hat sie gesehen. Schnell weg. Da ist raus. Zur Seite. Oh, sie ist in so einer Schneiderei. Oder vielleicht näht sie auch Kostüme. Oder sie holt sich da gerade ihr Kostüm, was für sie genäht wurde. Das sind bestimmt so diese Vorentwürfe, die man sehen kann. Das oder das. Hier ist auch noch so ein Maßband. Da wird dann eben gemessen, wie ihr Umfang ist. Also Hüfte, Taille, Oberweite. Damit das dann auch sitzt wie angegossen. Ich hoffe, das klappt dieses Mal, dass ich sie da reinkriege. Ich glaube, beim letzten Mal hat sich einfach jemand vermessen. Das hier, das sieht richtig schick aus. Und sonst halt eben diese schwarz-weißen Sachen. Gürtel. Ein Karton nur mit Schleifen? What? Was ist
das? Das sind Stoffmuster oder halt einfach Stoffe so. Damit wird dann genäht. Hier an der Seite ist natürlich ein großer Spiegel, den braucht man ja, wenn man hier Kleidung näht, weil man auch sehen will, wie es sitzt oder wo es jetzt hier noch kneift. Unterschiedliche Schuhe. Hier ist noch ein Spiegel, ne? Das ist natürlich nicht schlecht. Dann kann man in den Spiegel gucken und dann sieht man auch, wie man von hinten aussieht, wenn man dann den Spiegel auf der anderen Seite sieht. Und noch ein Hut. Was ich hier auch noch mal kurz bemerken wollte, hier ist natürlich bunt und hier auf dieser Seite ist wieder schwarz-weiß. Der LOL Reporter über Starlet. Madame Direkteur. Also die Direktorin. Hä? Und das haben wir auch alles schon gelesen. Und hier auch wieder irgendein Geheimcode. Was sie damit anfangen sollen, ich weiß es nicht. Ach, schau mal eine an. Das ist in der Ausgabe hier die Vorderseite. Also sie ist ein wirklicher Star, deswegen heißt sie natürlich auch Starlet. Die hat sogar einen Star auf dem Hollywood Boulevard. Da nehme ich mir hier den ersten Kleidersack zur Seite. Hier wird schon runtergezählt von, ne, 9 auf 1. Bei 1 angekommen geht es dann natürlich gleich los mit dem Film. Sehe schon was Weißes. Also gehört das zu diesem schwarz-weiß Outfit. Eine weiße Bluse mit schwarzer Borte. Und hier auch wieder so ein bisschen schwarz in den Ärmeln. So rüschig, ne? So, der blaue kann schon mal wieder weg. Noch so was schwarz-weißes. In the beginning. Bla bla bla. Snacktime. Das sieht so aus wie diese Stummfilme von damals. Also da gab es ja noch keine Tonaufnahmen. Und dann wurde ja immer irgendwas eingeblendet. Und so bla bla. Also, so ungefähr sieht das hier aus. Macht sie auch Stummfilme? Nee, oder? Ja, das sieht definitiv passt aus zu diesem Rüschenoberteil. Also das ist auf jeden Fall eins der Outfits. Allerdings hier noch mit Jeans. So eine ganz helle Jeans. Der Rock, der sieht super, super schön aus. Finde ich schöner noch als das Oberteil. Wobei ich glaube, das harmoniert miteinander wahrscheinlich sehr schön. Und das kann man dann auch so wieder angucken. Hier hat man dann auch wieder auf der einen Seite rot und blau und da sieht man wieder ganz unterschiedliche Sachen. Na komm, hier ist jetzt bunt, hä? Schwarz-weiß? Was? Nee, da kommt was Buntes. Oh, das ist richtig bunt. Schön. Ich mag bunte Sachen. Das finde ich so schön hier teilen. Oh, eigentlich müsste ich das hier am Schluss anziehen. Ah, oder? Ich weiß nicht, welches Outfit ich schöner finde. Das andere, das sieht auch so süß aus. Oh, das sieht wieder so aus, als würde ich das nicht an- oder auskriegen. Oh. Oh, ich glaube, ich ziehe lieber zuerst das andere an. Ich habe so Angst, dass ich das dann nicht mehr wegkriege. Schon wieder eine Brille. Nein, schon wieder zwei Brillen. Oh, die sieht wirklich krass aus, wie eine Comicbrille. Und das ist okay, das ist so eine 3D-Brille. Aber ganz ehrlich, die sitzt ja so tief, da hat man ja gar keinen 3D-Effekt. Die funktioniert doch gar nicht. Kann man das übereinander tragen? Das könnte vielleicht ein Gürtel sein. Da an diesem Gürtel ist dann noch so eine kleine Kette mit einer Tasche dran. Auf dem Bild ist es halt einfach mal nicht abgebildet. Okay, die sind sehr cool, die Ohrringe. Da einmal OMG und eine Denkbrille. Blase, wo sie einfach nichts gedacht wird. Und die Stiefel in, oh nein, schwarz-weiß. Ich wollte bunt. Warum gibst du mir nicht bunt? Oh, du gibst mir Glitzer. Okay, ich nehme Glitzer. Die sind ja mal der Hammer. Die sehen richtig schön aus. Okay, mit so einer richtig fetten Glitzerschleife vorne auf dem Schuh. Die sehen echt so aus, als seien sie aus Glas. Sind sie natürlich nicht, aber sie sehen so aus. Leute, haltet euch fest. Was ist das bitte für ein Make-up? Ah, die Unterwäsche ist auch ganz süß. Die Nägel finde ich eigentlich auch ganz hübsch. Ich weiß zwar nicht genau, warum die so hellblau sind, aber okay. Was ist hier mit dem Gesicht passiert? Was hat die gemacht? Was hat die denn hier? Hä? Ich finde, das sieht man gar nicht so krass auf dem Bild da. Schon wieder blaue Augen. Wir haben nur blaue und braune Augen. Das hier ist auch wieder so Pop-Art-mäßig, ne? Diese kleinen Punkte, das ist so typisch Keith Haring. Ein Schönheitsfleck unten an der Lippe. Die Nase, ja, noch so ein weißer Strich drauf. Hier unten noch ein weißer Strich. Und dann das so ausgemalt. Und da dann noch so die Wangen konturiert. Also die sieht irgendwie aus wie Karneval, so angemalt. Ja, die sind auch so voll übertrieben bunt. Eigentlich hat sie schwarze Haare. Vorne zwei weiße Strähnen. Also, um das Ganze mal hier ansehen zu können, muss ich wirklich auch mal rauszoomen. Hier ist wieder schwarz, ja? Dann haben wir hier rosa zwischen. Dann haben wir hier blau zwischen. Gelb. Hier haben wir das Ganze nochmal. Und die sind ein bisschen gelockt. Also, die Haare sind wirklich sehr interessant. So schwarz, weiß, bunt. Wenn man sie jetzt hier so anguckt, dann sehen sie halt wirklich nur schwarz-weiß aus. Aber wenn man dann da so die Seite, kann man bestimmt interessante Frisuren mitmachen. Ist halt jetzt noch die Frage. Die sind so niedlich. Die kleinen Söckchen sind süß. Aber was mache ich jetzt hier mit der Hose? Soll ich die ausziehen? Sie wird bestimmt nicht in diese Hose reinkommen, wenn ich das drunter lasse. Ich versuche es erstmal damit. Ich glaube, das funktioniert. Ach, schade, kann man nicht ganz öffnen. Warum denn eigentlich nicht? Ich finde, das wäre eigentlich sinnvoll, wenn man das immer ganz öffnen könnte. Ist doch dann eigentlich einfacher. So macht es das doch nur ein bisschen komplizierter. Muss es ja gar nicht sein. Oder sieht es dann besser aus? Vielleicht sitzt das dann besser. Es geht nicht. Ich muss das ausziehen. Boah, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich es nur noch in die andere Richtung wieder ankriegen. Ich hab's. So könnte man es theoretisch auch tragen, aber nein, das ziehen wir jetzt natürlich aus. Und stattdessen kommt dann diese schöne Bluse. Hände ab. Das ist mir tatsächlich immer lieber, wenn ich solche Sachen anziehen kann, wo ich einfach von vorne so durchrutsche und dann hinten einmal zu mit Klett. Da muss man jetzt gar nicht mehr so viele Sachen noch dazu anziehen. Ja, die Ohrringe vielleicht, aber die Ohrringe, die kann man ja eigentlich bei beiden tragen oder bei beiden Outfits. Die sieht man nämlich sonst gar nicht hier auf
dem Bild. Deswegen, ich ziehe die einfach mal an und ich lasse die auch an. Brille vielleicht noch. Ach ja, die Schuhe habe ich vergessen. Nee, die sind doch nicht so gut zu diesem Outfit. Die sind doch besser zu dem anderen. Mal gucken, ob das hier mit den Socken geht. Könnte ich jetzt natürlich auch ausziehen. Hm, das ist bestimmt jetzt nicht hierfür gedacht. Das ist bestimmt eher für das andere Outfit. Also ich meine, geht natürlich auch. Nee, ich mache auch die Ohrringe wieder raus. Die hier muss aber auf jeden Fall noch dazu. Oh, ich weiß, was noch fehlt. Das hier. Oh, geht das plus Brille? Ah, geht. Und Handtasche wäre ja dann diese Seite. Schwarz-Weiß. Okay, das wäre jetzt das Schwarz-Weiß-Outfit. Einmal merken. Ich habe Schwarz-Weiß-Outfit besser ohne Socken. Aber egal. Peter macht, dass diese Hose besser geht als der Rock eben. Oh, das sind ja hier voll Filmstreifen. Eine Filmstreifenhose. Oh, meine Frage, bin ich die Einzige, die solche Probleme hat hier beim Anziehen? Gibt's doch nicht. Ich muss ja noch so weit nach oben. Wie soll ich denn das noch rüberkriegen? Das Gefühl zerreißt gleich alles. Oh Gott, ich habe es. Ich habe sie angekriegt. Oh, ich krieg sie wahrscheinlich nie wieder aus. Und sie ist auch ein bisschen verdreht, habe ich das Gefühl. Egal, Hauptsache sie ist an. Wenn es jetzt blöd aussieht, ja, dann kriege ich auch eine Krise. Du ziehst jetzt hier den Pulli an und du siehst gefälligst hübsch aus. Ach, ich liebe den Pulli. Ach, es sieht schön aus. Okay, ich bin besänftigt. Gott sei Dank. Jetzt würde ich ja vermuten, dass man das hier noch so hier um die Hüfte trägt. Weil ich wüsste nicht, wie sonst. Passt doch eigentlich auch. Hm. Ah, die wunderschönen Schuhe dazu. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier mit der Hose, ne? Ich wollte eigentlich die Hose so ein bisschen in den Schuhen verschwinden lassen. Das hat nicht ganz so funktioniert. Egal. Ja, passt schon, ne? Damit? So hier? Mit denen da? Ah, okay. Jetzt kriegt sie aber auf jeden Fall die Ohrringe. Die sind ja so schön poppig. Mhm. Und dann drehen wir den nämlich so rum mit der roten Schleife. Und dann hoffen wir mal, ich wollte gerade sagen, dann hoffen wir mal, dass die Brille jetzt nicht runterfliegt. Und in dem Moment flog sie schon. Ach, ich glaube, ich lasse die Brille weg. Und hier gehört dann diese Handtasche dazu, die bunte. Ach, ich habe keine Ahnung, ob das hier wirklich an der richtigen Stelle ist. Irgendwie fühlt sich das nicht so an, als ob das dahin gehört. Das ist jetzt Outfit Nummer 2. Ich finde eigentlich beide tatsächlich ganz gut. Aber ich glaube, ich würde sogar das anlassen. Erstens, weil es schwieriger war anzuziehen. Und zweitens, weil, ja, das nimmt sich eigentlich nicht so viel, finde ich. Okay, auch wenn ich jetzt schon so lange aufnehme, ich mache jetzt noch einen Highlight-Brief am Ende mal wieder. Es muss hier auf jeden Fall mehr Post von euch geöffnet werden. Nichts zuschicken, immer noch nicht. Dieser Brief ist von Sarah aus Halle. Oh, ich hoffe, ich habe da gerade nicht irgendwo reingeschnitten. Hier gibt es wieder ganz viele kleine Sachen im Video öffnen. Achso, ich sag gleich am Ende natürlich auch nochmal, welche ich am schönsten fand. Muss ich mir selber erstmal nochmal anschauen. Ich bin mir nämlich gerade noch gar nicht so sicher. Oh, ich habe da wirklich oben reingeschnitten. Nein, huch, sorry. Kannst du mal ein Video mit Polly Pocket machen? Ich mag es, dass du so viel redest. Wie geht es Ben und wie geht es dir? Dankeschön, mir geht's gut. Ich nehme ein bisschen sehr lang auf. Deswegen bin ich langsam leicht gestresst, weil ich noch so viel erledigen muss. Und Ben ist müde. Der ist nämlich in der Zwischenzeit nach Hause gekommen. Mir geht es prima. Ich liebe deine Videos. Durch dich kenne ich alle LOLs. Oha, I love LOL. Ich glaube, ich habe aus Versehen woanders angefangen, wo ich nicht anfangen sollte. Das hier ist nämlich der Anfang. Ignorieren wir das von eben. Liebe Zanzi, ich heiße Sarah. Ich habe das LOL Amazing Surprise. Oh, das große Ding. Die Puppen sind cool. Frag Zanzi, kannst du mal ein Video mit all deinen LOLs machen? Okay, mit meinen ganzen OMGs habe ich es ja schon gemacht. Wenn ihr das nicht kennt, schaut einfach mal rein bei das längste LOL-Regal der Welt, also bei meinen Videos. Da könnt ihr alle meine OMGs sehen. Wobei ja jetzt schon wieder ganz viele dazukamen. Ich habe 4 OMGs. Ich bin 8 Jahre. Ich bin seit 3 Jahren LOL-Fan. Ja, aber schon ganz schön lang, ne? Ich habe einen Bruder namens Pepe. Er ist 3. Oh, und hat am 28.03. Geburtstag. Und meine Mama am 22.03. Alle im März. Meine Mama hat auch im März Geburtstag. Brief wurde geschrieben am was? 17.03. bis 18.03. Das ist ja jetzt unangenehm. Wie kann denn das sein? Der muss ja irgendwo nach unten gerutscht sein. Nein. Kannst du mich grüßen und meinen Bruder? Oh Gott. Liebe Sarah, ganz liebe Grüße an dich und auch an deinen Bruder Pepe. Und an deine Mama natürlich auch. Oh, es tut mir so leid. Dein Brief scheint irgendwie weggerutscht zu sein. Und deswegen, das ist vom 3. Oh Gott, oh Gott. Hier geht's manchmal drunter und drüber bei mir. In der Kiste offensichtlich auch. Ich habe eine oder zwei Überraschungen für dich. Sie wusste es noch nicht so genau. Ich fahre am 31.03. zur Kur. Na, da bist du jetzt wahrscheinlich, oder zur Ruhe? Nee, zur Kur wahrscheinlich. Ich habe am 11.09. Geburtstag und mein Papa am 10.09. Ihr habt ja alle so nah beieinander. Das ist ja total lustig. Tansara und Sarah. LOL. Meine Katze Spidey. So habe ich früher auch manchmal Hunde gemalt. Du bist ja größer als ich. Dann gucke ich erstmal hier. Ich liebe LOL. Das ist so eine Kugel, wahrscheinlich eine LOL-Kugel. LOL Surprise. Genau. Tansara. Das sieht voll aus, als ob ich so ein bisschen aus einem Loch rausschaue, oder? Zum Malen. Vorsichtig öffnen. Okay, vorsichtig öffnen mache ich mal so. Ah, da ist was gebastelt. Oh, das sind so kleine Kügelchen. Oh, die kenne ich. Huch. Da rollen sie schon raus. Da ist noch eine. Mein Finger ist zu kurz. Da muss Willi ran. Willi muss mir helfen. Haha, ich habe sie.
Zack. Die sind ja süß. Kleine Flauschebälle. Und das ist zum Malen. Oh, das ist so gut zugeklebt. Krieg gar nicht auf. Hoffentlich mache ich da jetzt nichts kaputt. Ich versuche mal einfach hier so reinzuschneiden. In der Hoffnung, dass es aufgeht. Hat sich eine Schnecke versteckt. Hey, was machst du denn da? Ah, jetzt habe ich's. Ja. Och, so ein Zauberblock. Pepe. Ah, ja, ich verstehe. Da kann man irgendwie so mit einem Stift drüber malen und dann entsteht da was. Ich kann hier nämlich schon eine kleine Giraffe erkennen. Oh, wie süß. Da sind Beeren. Och, das ist ja voll schön. Dankeschön. Genau, da steht's. Mit einem weichen Bleistift die leeren Seiten schraffieren und viele lustige Bilder zaubern. Und das hier müsste ein Tattoo sein. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Mit den Nerven. Nein, mit dem Video. Vielen Dank für den schönen Brief. Mein Resümee von heute. Das sind sie alle, die ich ausgepackt habe. Oh, ich finde es gerade so schwer zu sagen, welche die schönste ist. Also so aus dem Bauch heraus bin ich, glaube ich, am begeistertsten gewesen von ihr und auch hier von ihr mit diesem Outfit. Aber die haben natürlich alle wieder was. Ich fand auch überraschenderweise sie total schön, aber ich mag das andere Outfit noch lieber. Also ich werde sie auch wieder umziehen gleich. Sie finde ich tatsächlich ein bisschen zu dolle hier im Gesicht geschminkt. Also das ist mir ein bisschen zu viel. Auch wenn das natürlich so der Stil ist. Das ist ja so dieses Pop-Art. Die sind ja alle sehr, sehr extrem. Beide sind ja auch irgendwo Movie-Stars und das ist natürlich alles sehr übertrieben. Deswegen, ne, eigentlich muss man da schon so ein bisschen mit Abstand sehen. Aber okay, also ich finde trotzdem, glaube ich, sie in dieser Serie hier am schönsten. Ich lege mich da jetzt mal ein bisschen drauf fest. Kann sich aber auch noch anders entwickeln. Wenn die wieder so im Regal steht und dann sehe ich diese und dann denke ich so, oh, eigentlich ist die voll cool. Also mal gucken später. Könnt ihr mich ja nochmal fragen. Vielleicht hat sich das dann nochmal anders entwickelt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Däumchen da. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Ich glaube, ich habe irgendwie 4 Stunden aufgenommen. Sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.